schwerer Gang. Die Buchstaben leuchteten warm in die Nacht hinaus. Kaltes Bier vom Fass. Das rastlose Rums-Rutsch, Rums-Rutsch trug David näher zur Straße hinter der Leuchtreklame. Er hielt nur einmal kurz an, gerade lange genug, um mit seiner knorrigen Hand über den Stoppelbart zu fahren und sich den Schweiß aus den Augenwinkeln zu wischen. Ein Mann auf Krücken muss lernen, hunderte dieser Bewegungen auszuführen, die für andere Menschen belanglos sind. Und er weiß, dass sie jeden Tag wiederkehren und ihn peinigen. Für David wurden sie in dieser Nacht zu einem albtraumhaften Kampf mit sich selbst. Nicht zuletzt deshalb, weil er eine Menge Wein in sich hineingekippt hatte. Und er besaß nur eine Krücke zum Manövrieren und nur eine Hand. Aber er bewegte sich stetig voran. Er biss die Zähne zusammen, spürte das Echo seiner Entscheidung im Flattern und Röcheln seiner eingesunkenen Brust und schob sich weiter. Er hatte eine Pflicht zu erfüllen und, bei Gott, er würde sie erfüllen. Als er unter den Leuchtbuchstaben anhielt, lief ein blutiger Reflex über seine vom Schweiß glänzenden Züge, den blanken Asphalt und die öligen Pfützen, die in allen Regenbogenfarben leuchteten. Er starrte grimmig auf die Schweißbäche in den Furchen seiner verkrampften Hand, die wie wässriges Blut wirkten und die aufgezwirbelten Enden seines auf den Arm fallenden weißen Haares, auf dem die Hitze eines jagenden Motorkolbens zu glühen schien. »Hey, Alter!« Die Lichter vorüberfahrender Wagen am Ende der Straße streiften die Hauswände und warfen lange, tiefe Schatten hinter ihn und die Reihe der Mülleimer an der Rückfront der Gebäude. Und dann bewegte sich plötzlich ein Schatten. David spürte, wie seine Schulter instinktiv zuckte, als er versuchte, seine nicht vorhandene zweite Hand an die Stirn zu führen. »Verdammt«, flüsterte er lautlos in sich hinein. Aber sein Körper hatte nicht vergessen. Eines Tages würde David sterben, weil er versuchte, etwas zu ergreifen, was es nicht gab, mit einem Arm, der schon lange fehlte. Nur in den dunklen Winkeln seiner Erinnerung gab es diesen Arm noch. »Hey, du!« Er kniff seine Augenlider zusammen und der Schweiß tropfte wie eine schmutzige Tränenflut an den Wimpern herab. Konzentrieren. Er wollte es wissen. So weit war er gekommen, fast 3 Meilen zu Fuß quer durch die Stadt. Und jetzt wollte er es wissen. Der Schatten sprang hinter einer Wand zwischen 2 Mülleimern hervor. Der alte Mann sah für einen kurzen Augenblick aus den Augenwinkeln heraus die Gestalt, die Fledermaus gleich mit seinen Armen schlug. Er drückte seine Augen zusammen wie Fäuste. Er musste ganz sicher sein, quer durch die Stadt hindurch war er gegangen und stets hatte er schwach dieses Glimmen gespürt und jetzt, wenn er sich nicht täuschte, wenn er ihn schließlich doch gefunden hatte, würde er einen Blitz in jedem Sektor seines Hinterkopfes fühlen, wo sich stets dieses Gefühl meldete, wenn er recht hatte. Dann würde er es wissen. »Hey!« Eine Hand griff nach ihm. Er wand sich und versuchte, sie abzuschütteln. »Ich darf diesen Gedanken nicht verlieren.« Seine zitternden Wangen protestierten, bevor er die Worte formen und über die Lippen drücken konnte. »Ich darf ihn jetzt nicht vergessen.« »Hey, alter Mann!« Eine feuchte, fleischige Hand schob sich über seinen Rücken und hielt inne, als sie den Nacken erreicht hatte. Davids Faust zuckte aus der Ruhelage an der Krücke und reckte sich gegen die Nacht vor seiner Stirn. Er formte einen gutturalen, animalischen Laut und stieß ihn brüllend aus der Kehle. Die alte Frau kam voll ins Gesichtsfeld, als er schwankte, bevor er wieder festen Halt mit der Krücke fand. Ihre Hand blieb unerschütterlich an seinem Nacken, verließ ihn nicht den Bruchteil einer Sekunde lang. Vor seinem erhobenen Gesicht sah er zitterndes Fleisch und das Weiß von weit aufgerissenen Augen. Hupende Autos jagten die Straße am Ende der Seitengasse entlang. Er atmete schwer und verzweifelt. »Du bist schuld, dass ich es verloren habe«, stöhnte er. »Komm mit mir!«
Der ungefügige Körper der Frau drehte sich und mit ihm drehten sich die fleischige Hand und jener Nacken, den sie fest umklammert hielt. Seine Augen verloren den fernen Schatten in der Straße. Ihm wurde bewusst, dass er über geborstene Steintreppen hinauf zum Hintereingang einer Bar gezogen wurde, und jetzt überwältigte ihn der beißende Geruch der verwahrlosten Frau, überdeckte sogar seinen eigenen Pestatem. Aber er kannte die krankhaft süßen Düfte der Nachtlokale so gut, als wären sie seine eigenen Ausdünstungen. Ihn störte weder das krachende Parkett des Korridors, über den er von der Frau geführt wurde, noch beunruhigten ihn ihre Absichten, denn er kannte sie nur zu gut und Dinge dieser Art hatten keinerlei Bedeutung für ihn. Mit einer überwältigenden, beinahe brutalen Traurigkeit dachte er alleine an seine Beute, die draußen zurückgeblieben war und nun bequem entkommen konnte. Sie stieß ihn nach links, dann wieder nach rechts durch dieses Treppenhaus, das scheußlich nach Urin stank, wieder nach links und dann direkt hinein in einen Holzstuhl. So, sie zog einen anderen durchgesessenen Stuhl so heran, dass sie ihn am Tisch gegenüber saß und die wackelige Tür schien allein durch die Luftbewegung zuzuschlagen, als sie sich hineinplumpsen ließ. Erzähle mir von diesen Raumschiffen und den Menschen. David spürte den morschen Stuhl krachen, als er sich aufrichtete, um zu protestieren und den Raum zu verlassen. Aber dann ließ er seinen Körper zurücksinken und entschied sich, der Frau ihren Willen zu lassen. Eine Weile wenigstens. Er sah, wie sie unter ihrem weiten Pullover nach der Flasche griff. Er hörte das Kichern von Frauenstimmen aus den benachbarten Räumen und den rhythmischen Lärm von Elektrorock aus dem Erdgeschoss. Starrte auf seinen schmutzigen Arm und den fleckigen Holztisch, auf dem er sich abstützte. Sie war zu stark, um es sinnvoll erscheinen zu lassen, mit ihr zu kämpfen. Er schloss seine Augen und fühlte, wie sein Bewusstsein zurücktaumelte, zurück in den endlosen Raum, als der Wein sich wieder in seinen zur Ruhe gekommenen Körper breit machte. Aber er riss sich zusammen. Als er aufsah, hatte Zenna die Plastikbecher gefüllt. Aber er wusste, dass er in dieser Nacht nichts mehr trinken durfte, bevor er nicht das getan hatte, wofür er sich den langen Weg hierher gequält hatte. Er würde warten und zu trinken vortäuschen, bis sie sich zu Boden fallen ließ, um zu schlafen, wie es ihrer Art war. Dann konnte er die Treppe hinabhumpeln und... Nun? Sie drückte den Becher mit billigem Bonbon in seine Hand. Als der Geruch wie von Gärung übergegangenen Süßigkeiten seine Nasenlöcher erreichte, wollte er schon den Versuch unternehmen, sich vom Tisch hochzustemmen. Im gleichen Augenblick blieben seine Augen beim Drehen des Kopfes an jenem Stück Nachthimmel hängen, das durch das Fenster zu sehen war. Dort waren sie, die Sterne. Plötzlich erinnerte er sich wieder daran, wie die Sterne ausgesehen hatten, als er auf der Deneb war. Er blinzelte und fühlte, wie er sich bei der Absicht entspannte, ihr davon zu erzählen, es allen zu erzählen, was für ein Gefühl das gewesen war. Saturn, von Minas aus gesehen, die Ringe, die den Himmel durchschneiden, oder Deimos, oder Phobos. Aber er wusste, dass sie von diesen Dingen nichts hören wollte. Eigentlich wollte sie auch gar nichts über die Raumschiffe hören. Und den Menschen, hatte sie gesagt. Das war es, was sie immer sagte. Gleichgültig, wie oft er ihr von den Wracks erzählte, sie wurde niemals müde, immer und immer wieder davon zu hören. Wie die Kollision die beiden Schiffe fast bis zur Mitte aufgeschlitzt hatte, wie die Überlebenden ins All hinausgeschleudert wurden, sich wie kosmische Karrenräder in alle Richtungen davonträgten, während ihr Sauerstoffvorrat langsam zur Neige ging. Irgendeiner unendlich fernen, fremden Sonne entgegen. Das heißt jene, die einen Raumanzug trugen. Am liebsten jedoch hörte sie von jenen anderen, weniger glücklichen, die in jenem schrecklichen Moment starben, als die schützende Hülle der Schiffe fortgerissen wurde und die kalte Weltraumnacht hereinstürzte. Das war es, was sie hören wollte, genau das. Er fühlte erneut ein Schwindelgefühl durch seinen ganzen Körper fluten. Er ließ sich zurücksacken, während seine Augen die Straße unten absuchten. In diesem Moment kehrte ein einzelner Gedanke zurück, der diesen Ort,
und diese Travestie einer Frau fortwischte. Er hatte es nicht vergessen. Er starrte sie aus müden Augen an. Sie schenkte gerade für sich einen zweiten Becher voll. »Hier, lass es dir schmecken!« Als er sich nicht rührte, bewegte sie ihr Medusenhaupt in Richtung auf seine armlose Schulter, die dem Glas näher als sein rechter Arm war. »Du solltest das wirklich klar machen lassen, weißt du?« Seine blutunterlaufenen Augen verengten sich. Der Fußboden vibrierte im Takt der Tanzmusik aus der Bar und Sennas Fuß klopfte dazu unmusikalisch gegen das Parkett. »Ja«, dachte er mit einem Anflug von Spott, »er sollte das wirklich klar machen lassen.« »Aber wozu?« Seine Lippen entblößten beim Zurückziehen unregelmäßige Zähne. »Warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen?« sagte er, und das galt sowohl ihr als auch dem Schmerz, den er dort wieder spürte, wo eigentlich ein Arm hätte sein sollen. Er zuckte vor Qual zusammen und erinnerte sich für einen dankenswert kurzen, aber einen sehr lebendigen Augenblick daran, wie er sich gefühlt hatte, damals, als er von der Deneb davontrieb, spürte, wie sein Lebenslicht langsam zu erlöschen drohte, wie die Reste seines zerfetzten Armes abgeschnitten wurden, als sich sein Anzug selbsttätig versiegelte, wie ihm seine Augen unter der Sichtscheibe des Helmes vor Entsetzen schier herausquellen wollten und wie er kurz davor stand, in Bewusstlosigkeit zu versinken. Diese Sekunden, die wie Ewigkeiten waren, in denen er von den gleißenden Strahlen der Doppelsonne aufgespießt wurde, wie er von der ewigen Stille des Alls die 130 anderen zum Tode Verdammten hörte. Diese lautlosen Schreie in der Agonie des Todes. Diese Schreie im Inneren seines Mutantenschädels. Sie hatten nichts davon gewusst, dass seine Mutter, schwanger im 7. Monat, die Hallendorf-Barriere auf dem Weg zur Venus durchquerte. Nein, bei der US Space Force hatten sie es nicht gewusst, als sie seine Bewerbung positiv beschieden. Sie hatten auch nichts von dem fingerähnlichen Fortsatz im hinteren Bereich seines Gehirnes gewusst, die zur Weiterentwicklung stimuliert worden war. Später, als überall Kinder entdeckt wurden, die über dieses wildgewachsene Talent verfügten, erhielt der mutierte Gehirnlappen, der für die Psi-Kräfte verantwortlich war, einen Namen. Die Barriere wurde zum Sperrgebiet erklärt, zur weiteren Beobachtung, und die Ärzte unternahmen den sinnlosen Versuch, unter Zehntausenden von Kindern, die auf der Basis geboren wurden, die Mutanten herauszufinden. Inzwischen drohte bereits eine zweite Generation nachzuwachsen, und man hatte es aufgegeben, noch länger nachzuforschen. Nicht so David. Er kannte den Fluch nur zu gut, er würde nicht vergessen. Seine Schulternerven zuckten, als er zum millionsten Mal in diesen 20 Jahren an all dies denken musste. »Lass es klar machen. Ich habe kein Recht darauf, es wieder klar machen zu lassen. Ich darf es mir nicht erlauben, es zu vergessen, nicht einmal eine einzige Minute lang.« Und gerade in diesem Moment fühlte er irgendwo hinter seinem Kleinhirn einen Funken aufglimmen und er wusste, dass er niemals in der Lage sein würde zu vergessen. Nicht einmal dann, wenn er dies wollte. »Hey, Alter, du bist ein Veteran. Du weißt, dass die Regierung dir Moneten geben wird, um deinen ollen Arm zu ersetzen. Warum nimmst du...« David presste seine Augenlider fest zusammen. Es schmerzte. Jetzt versuchte er sich nicht länger zu konzentrieren, sondern wurde voll damit in Anspruch genommen, die kreischenden Signale zu ertragen, die seinen Hinterkopf durchbohren wollten. Na gut, er hatte es gefunden. Die Gegenwart des anderen war derart intensiv. Der nicht? Sein Kinn drückte hart gegen die Brust, als der mentale Stich tiefer nach unten drückte, auf einer Ultrafrequenz, die nur er hören konnte und schließlich abebbte. Aber das unfreiwillige Signal des anderen war empfangen worden. Sein Kopf und sein Bewusstsein taumelten nach oben zurück. Er nahm wieder das Hämmern der Musik im Erdgeschoss wahr. »So ein Ding, das so gut ist wie ein neuer Arm!« Wenn die Worte der Frau ihn noch vor ein paar Minuten aufgebracht hätten, so plätscherten sie jetzt ohne Sinn an seinem Ohr vorbei. Er nahm eine Ecke des Tisches zwischen Daumen und Zeigefinger, stieß den Stuhl zur Seite und angelte dann nach der Krücke. »Ehrlich, du solltest ein bisschen mehr an dich selbst denken.«
Sie schwankte betrunken hin und her, ließ ihre Augen rollen und bewegte die dicken Finger matt an dem Glas auf und ab. Er stieß seine Krücke gegen die Bretter des Fußbodens und bewegte sich zur Tür. »Hey, nu wart doch noch ein Minütchen. Du bist hier noch nicht fertig.« Er griff nach der Tür und öffnete sie. »Du hast noch nicht mal angefangen. Du hast mir noch nicht von einem Menschen erzählt.« Ihr Gesicht verzerrte sich zu missgestalteten Fleischbergen. »Ja, das ist es, was ich hören will. Von einem Menschen, von all die hübschen Menschen, wie sie in der Dunkelheit rumschwimmen, wie Fische.« Ihr Glas kippte um. Er war schon halb auf dem Flur. Sie wälzte sich auf ihre Füße, stieß sie hoch und tappte unsicher herum. Ihre überdimensionalen Arme zappelten, um zwischen der Wand und dem Türpfosten Halt zu finden. Und als sie vorwärts torkelte, war ihr aufgedunsener Kopf der einzige Körperteil, der im Türrahmen auftauchte. David stützte sich an der Wand ab, hob die Krücke hoch und zeigte damit auf sie. Seine Kiefer öffneten sich und er knurrte warnend. »Zenna!« Sie starrte ihn missgelaunt an. Dann duckte sie sich. »Hä? Wer braucht dich schon? Du bist ein oller Arsch. Wahrscheinlich warst du überhaupt nie Raumschiffpilot. Jawohl!« Er drehte sich um, als sie nach ihm spie, und humpelte die Treppe hinab. »Jawohl!« Ihr Krächzen zog sich in das Zimmer zurück. »Zur Hölle mit dir!« Und als sie die Türe zuschlug, warf sie ihm noch einen letzten Fluch hinterher. »So ein Scheißpilot! Hölle!« Er senkte den Kopf, atmete heftig und machte sich auf den Weg zur Hintertüre. Zwei Männer vom Bodenpersonal gingen an ihm vorbei, begleitet von zwei Mädchen, die sie aus der Bar geführt hatten und nun die Treppen hinauf dirigieren wollten. David sah nicht auf, sondern mühte sich ab, seine eigenen Ziele zu verfolgen, bis ihn ein Schlag zur Aufmerksamkeit zwang. »Guck doch mal, wer da kommt und noch nicht genug hat«, sang eines der Mädchen zu den Klängen der synthetischen Musik. Sie streckte ihre Hüfte heraus und stemmte ihre Hand hinein. Dann überlegte sie es sich anders und verschränkte beide Arme vor den gewaltigen Brüsten. »Das ist David, der Lahme. Komm doch, Rena«, sagte das andere Mädchen und zog gleichzeitig ihren jungen Mann mit sich. David registrierte das USSF-Emblem an den Uniformen der Männer und spürte eine Art Echo in seinem Inneren, das mit Vertrautheit, Melancholie und endlich mit Scham zu tun hatte. »Na, wie sieht's mit ein bisschen Bumsen aus, Lama David? Möcht doch wetten, du hast der Zenna 2-3 Mal mit der Krücke besorgt, was?« Das Mädchen warf sich auf ihn, machte vulgäre Geräusche und gab vor, ihm ihre Umarmung und die billigen Düfte anzubieten, die durch ihr protziges Dirnenkleid drangen. Er fühlte, dass er ihre Gemeinheit ableiten konnte und war dankbar, dass er sich selbst genügend konditioniert hatte, um ihre Gedanken und die von Zenna und all den anderen, den Massen der Nicht-Telepathen um ihn herum, abzublocken. Das hatte Jahre gedauert, aber sein Gehirn hatte diese Hornhaut bilden müssen, um sich zu schützen. Nach dem, was dort draußen passiert war, nach all den Schrecken bei vollem Bewusstsein, was er schiffbrüchig im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter dahintrieb, dazu verdammt, jeden bohrenden Schmerz, jeden Tod zu erleben, als sei es der eigene. Niemals wieder. Er befreite sich mit seinem starken rechten Arm und setzte seinen Weg nach draußen fort. Das Gelächter des Mädchens und die Kakophonie der hämmernden Rhythmen verblassten, als er erneut die vorbeizischenden Autos auf den nassen Straßen hörte. Ein scharfer Wind packte ihn und ließ ihn um seine Balance kämpfen. Und dort in der Dunkelheit sah er eine Bewegung. Er tat einen Schritt. Rumsrutsch! Plötzlich war dort das Klirren eines Mülleimers zu hören. David spannte sein Gehirn zu äußerster Konzentration an. Etwas sprang auf die Straße hinaus, silhouettenhaft sichtbar vor den Frontscheinwerfern eines vorbeifahrenden Autos. Ah ja! Er zog sich vorwärts, Schritt um Schritt. Er gewöhnte seine Augen an die Dunkelheit und dann... Zisch! Ein weiteres Auto fuhr durch die Straße und für den Bruchteil einer Sekunde wurde das Licht von zwei Pünktchen reflektiert. Zwei weißen, angstvollen Augen, die... Rumsrutsch!
Gott, dachte David, diese Augen. Diesmal sind sie so klein. Die Gestalt blieb wie eine erschreckte Katze regungslos stehen, als sich ihre Augen trafen. Dann riss sie aus. Warte! Er sagte es mit seinem Gehirn. Rums, rutsch, rums, rutsch. Es war nur ein Junge, höchstens 8 oder 9 Jahre alt. Sieh an, dachte David. Er sah die verstohlene Bewegung, die wieder der einer erschreckten Katze glich, einer hochsensiblen Kreatur mit so geschärften Sinnen, dass sie gelernt hatte, Menschen auszuweichen, grausamen Menschen mit ihren bösartigen, stechenden Gedanken. Der Junge starrte ihn verwirrt an. Der Pelzkragen seiner Jacke war bis über die Ohren gezogen und die eine behandschuhte Hand umkrallte den Gummiball, mit dem er gespielt hatte. Sein Mund öffnete sich, ohne dass er einen Laut formte, sichtlich unsicher über das, was er jetzt, da er zum ersten Male in seinem jungen Leben einem anderen Menschen seiner Art gegenüberstand, tun sollte. »Hab keine Angst.« »Sieh an«, dachte David, »er hat schon herausgefunden, dass er die Straßen, die Menschenmengen, selbst sein eigenes Zuhause mit den gedankenlos denkenden Menschen meiden muss.« Aber kann er jetzt schon wissen, was sie noch erwartet? Kein Tag vergeht ohne einen Brand, einen Verkehrsunfall auf dem nahen Highway, die Agonie eines Streites betrunkener Liebender. Kein Tag, der ohne Messerstecherei oder Schlimmeres endet. Jeden Tag wird ein Mensch zusammengeschlagen und blutend in gerade solch einer Straße wie dieser hier abgeladen. Oder ein Baby stirbt schreiend in kochendem Wasser. Oder wird geboren. Und immer, immer wird er dieser Mensch sein müssen. Bevor er 14 ist, wird er bereits wissen, wie sich ein Mann fühlt, der so viel erdulden muss, dass er darum betet, durch den Tod von diesen Qualen erlöst zu werden. Und er wird keine Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun. Eines Tages mag es ihm gelingen, sich selbst beizubringen, sein Gehirn zu verschließen. Aber das wird Jahre dauern. Jahre. Und nochmals Jahre. Und bis dahin ist er vielleicht wahnsinnig geworden. Der Junge sah zu ihm auf. Die Andeutung eines Lächelns lief über seine verfrorenen Lippen. »Hallo«, dachte er. »Wollen Sie mit mir spielen?« David stand da und überlegte. Er weiß nicht, was er ist. Wenn er es wüsste, würde er sich selbst töten. Dann bewegte er seinen massigen Körper ganz dicht bis an den Jungen heran. Er fühlte eine unerträgliche Müdigkeit in seinen Knochen. Für einen langen, sehr langen Augenblick hielt er den Atem an. Dann erhob seine Krücke in die Nacht hinaus und brachte sie herab, so hart er nur konnte, so oft er nur konnte. Und dann waren die Gedanken des Jungen verstummt. David wandte sein Gesicht dem Nachthimmel zu. Er spürte, dass seine Zähne klapperten, gegeneinander schlugen. Und dieser, dachte er, und auch dieser. Und dann, das Zischen des Verkehrs schien so weit entfernt zu sein, dass es für ihn wie der Wellenschlag eines unsichtbaren Ozeans war, das Licht der fernen, unbegreiflichen, gleichmütigen Sterne blieb zurück in den Pfützen, wie die leblose Gestalt, die er auf dem nassen Pflaster zurückließ, ging David heim.